Herzlich willkommen zur achten Sitzung hier bei unserer Veranstaltung Verteilte Systeme an der Hochschule für Technik in Stuttgart mit dem Thema Web Services mit SOAP. Ich bin Gero Lückemeier und halte diese Vorlesung gemeinsam mit meinem Kollegen Sebastian Speiser. Für heute haben wir uns einige Lernziele vorgenommen. Die beginnen damit, dass Sie die Standards des WS-Stern Standard-Stacks kennen sollten. Da werden Sie gleich sehen, dass es eine ganze Anzahl gibt. Zum Zweiten sollten Sie Aufbau und Inhalt des Simple Object Access Protocols, kurz SOAP, das haben Sie ja eben im Titel schon gesehen, und auch der Web Service Description Language, kurz WSDL, verstehen. Dann sollten Sie auch die Service Discovery über UDDI erklären können. Das werden wir uns auch als dritten Agendapunkt anschauen. Und schließlich ist ein Kern natürlich, dass Sie SOAP-basierte Web Services in Java entwickeln können. Und danach werde ich Ihnen noch einige weitergehende Beispielstandards aus diesem WS-Stern-Standard-Stack etwas näher erklären, die Sie dann als Beispiele etwas tiefer verstehen sollen und auch sehen sollen, wie sich das Ganze mit anderen Standards verzahnt. Am Schluss möchte ich das Thema Web Services beenden und die Ansätze REST und SOAP noch einmal gegenüberstellen und Ihnen damit die Kompetenz vermitteln, dass Sie diese Unterschiede auch erklären können. Die Agenda sieht dann eben auch so aus, dass wir entlang dieser Punkte wandern werden. Wir werden zuerst die Standards der WS-Stern-Familie uns etwas genauer anschauen und beginnen dann mit ausgewählten grundlegenden Standards im Bereich Messaging und im Bereich Delivery, sodass wir damit erste Kommunikation in Java implementieren können. Das heißt, wir schauen uns dann die Realisierungsoptionen an, wie Sie Web Services nach WS-Stern umsetzen können, und werden das Ganze dann mit Spring Boot umsetzen und auch einen Blick darauf werfen, wie Sie dort dann Fehler behandeln oder kommunizieren können. Danach, wie gesagt, weitergehende Standards, da möchte ich Ihnen drei Beispiele näher bringen. Das erste wäre das WS Addressing, das zweite das WS Eventing und das dritte WS Security. Und dann kommen wir eben insgesamt zur kritischen Betrachtung von WS SOAP im Speziellen und Web Services im Allgemeinen. Starten wir nun also mit dem WS Stern Standards Stack. Da sehen Sie, dass es eine ganze Ansammlung gibt von WS Stern basierten Standards. Wir wollen uns hier insbesondere diesen Bereich, diesen unteren orangen Bereich Messaging anschauen. Erstmal WS SOAP und natürlich auch dann die eigentliche Delivery, also wie kommt die Nachricht an den Adressaten mit WS WSDL. Und was Sie hier sehen, ist, dass SOAP bezüglich der Transportprotokolle wesentlich flexibler ist als der REST-basierte Ansatz, denn Sie können das Ganze theoretisch auch über SMTP, also Simple Mail Transfer Protocol, also E-Mail oder andere Messaging-Formate wie Java Message Service, das werden wir uns in Middleware dann noch näher anschauen, transportieren. Es wäre sogar denkbar, das Ganze per Papier vorzunehmen und diese XML-Nachrichten nachher von Papier rückzuübersetzen, aber natürlich nicht effizient. Was Sie hier sehen, ist, dass diese Standards neben dem reinen Messaging, wie über WS SOAP, was wir uns als erstes anschauen, aber später auch noch Addressing und Eventing, dass wir da auch noch diese Delivery abdecken, wie schon angesprochen, über WS WSDL und WS UDDI. Aber eben auch höherwertige Dinge wie Transaktionen. Sie können also hier über Web Services gleich eine Coordination haben. Sie bekommen eine Atomic Transaction, wenn Sie brauchen. Und dass man auch diesen Bereich Zuverlässigkeit schon bedacht hat. Man kann also ein Reliable Messaging verwenden. Im Bereich Sicherheit werde ich Ihnen eben auch ein Beispiel zumindest zeigen, WS Security. Es gibt aber, wie Sie sehen, hier auch noch abstraktere Standards wie Security Policy. Solche abstrakten Standards, die gerade die Metadaten definieren, gibt es auch im allgemeinen Bereich. Das sehen Sie hier links in Gelb, nämlich die WS Policy und auch Policy Assertions, Policy Attachment oder Metadata Exchange, sodass man also die selbst über die Metadaten dieses Web Service
automatisiert hinübergehen kann. Sie sehen dann auch, dass es im oberen Bereich, logisch gesehen, also auch fachlich abstrakter, sogar Web-Service-Standards gibt aus diesem Universum, die Geschäftsprozessausführung abdecken. Der WS Beeple, eine Weile ganz modern, inzwischen aber auch im Geschäftsprozessmanagement-Bereich doch im Hintertreffen. Und im Bereich Management gibt es dann noch das eigentliche WS Management, um abstrakter sozusagen diese Services sich selbst managen zu können, und WS Transfer, aber die werden wir nicht näher betrachten. Kommen wir nun also zum ersten konkreten Standard. Wir wollen uns WS SOAP näher anschauen, also Simple Object Access Protocol. Und wie alle WS-Stern-Standards sind das ein Standard des W3C, des World Wide Web Committee. Und die haben ein Nachrichtenformat definiert, eine sogenannte Envelope, also quasi einen Briefumschlag. Und in dem stecken Kopfdaten und optional auch eine optionale Kopfdaten und dann auch verpflichtend ein Nachrichtenkörper, ein Body, also der eigentliche Inhalt. Und in diesem Inhalt drin befinden sich immer XML-Daten. Das sind alles XML-basierte Standards, die WS-Stern-Standards. Und da drin steckt dann eben der Methodenaufruf bzw. die Methodenaufruf-Parameter. Und obendrein liefert dann der Service eine passende SOAP-Response, die natürlich auch als XML-Definition vorliegt. Letztlich ist der Ursprung davon XML-RPC, also XML Remote Procedure Call, so wie wir es in der Einführung kennengelernt haben. Es handelt sich also um nichts mehr als einen entfernten Prozeduraufruf, der hier XML als Transportmedium benutzt. Ursprünglich hat sich das Microsoft ausgedacht, also tatsächlich mal ein relativ offener Standard von Microsoft. Und wie gesagt, er hängt nicht vom Transportprotokoll prinzipiell ab. Praktisch werden sie natürlich hier wieder fast nur HTTP, vor allem natürlich HTTPS jetzt als Transportprotokoll finden. Was Sie auch sehen, die Entwicklung um SOAP ist etwas langsamer geworden. Es gibt also zuletzt dann die V1.2 von 2007 bereits. Und Sie sehen, dass man da auch die entsprechenden Dokumente online beim W3 abrufen kann. Das Ganze ist unterteilt hier in drei Bereiche. Der Primer, der soll Ihnen eine kurze, in Anführungszeichen verständliche Übersicht und Einführung geben, als Primer eben. Und danach der Part 1, das eigentliche Messaging Framework, das ist der Standard, den wir hier für die Nachrichten verwenden. Und dann hat man sich danach noch einige Zusätze, einige sogenannte Adjuncts einfallen lassen, die in diesem Part 2 drinstecken. Schauen wir uns doch einfach mal ein Beispiel-Request an. Hier rechts sehen Sie nochmal diese Struktur, die SOAP-Message. Die SOAP-Message, wenn Sie sie über HTTP verschicken, was eben in 99% der Fälle auch so passiert, dann haben Sie die HTTP-Headers außen und danach im eigentlichen Nutzlastbereich kommt eben diese SOAP-Envelope und die kann nochmal hier optional einen Header haben mit zusätzlicher Header-Information. Und dann hat sie verpflichtend den eigentlichen SOAP Body mit diesem Methodenaufruf. Und wenn Sie jetzt hier schauen, hier wäre das SOAP Request beispielsweise über einen Post hineingekommen an einen Math Service über klassisches HTTP. Und der Inhalt muss natürlich hier XML sein, wie eben schon dargelegt. Das sind alles XML-basierte Standards und der gesamte Nachrichtentransport geschieht auf XML-Basis, wie auch die Definition der eigentlichen Endpunkte, über die man das Ganze aufrufen kann. Und Sie sehen dann hier, dass diese SOAP Envelope drin steckt. Die ist in einem XML-Schema natürlich spezifiziert. Mit einem eigenen XML-Namespace können Sie die dann hier einbinden in Ihr XML-Dokument. Das kennen Sie aus der Einführung aus Programmieren 2, wo Sie mit XML schon zu tun hatten. Und Sie sehen dann, dass hier der eigentliche Header folgt. Wie gesagt, tendenziell ist der optional. Und hier könnten Sie weitergehende Dinge einbauen. Aber wesentlich für uns ist jetzt hier dieser Body, der verpflichtend ist. Und im Body steckt eben der eigentliche
Methodenaufruf, also hier in dem Fall aus Ihrem Namespace Math, den Sie hier definiert haben, diese Methode add. Und diese Methode add erwartet offenbar zwei Argumente, nämlich ein arg 0 und ein arg 1, wobei ersteres hier aktuell mal als 3 festgelegt ist, letzteres als 4. Und Sie würden natürlich jetzt erwarten, dass Sie hier eine Antwort erhalten, so wie die Semantik sich liest als menschlicher Leser, dass Sie hier eine Antwort erhalten, die auf 7 hinausläuft. Schauen wir uns dann also mal eine solche Antwort an. Und da sehen Sie, dass hier die zunächst einmal natürlich, wenn wir HTTP als Status verwenden, die Antwort dann auch okay ist, wenn es denn tatsächlich zutrifft, wenn das Request in Ordnung war. Und dass Sie dann unten ein klassisches XML angehängt haben und das XML jetzt hier mit einem Namespace, der dann hier S heißt. S ist wieder Ihr SOAP-Schema-Namespace und der definiert ja genau diese Envelope und Sie sehen, dass jetzt hier dieser optionale SOAP-Header komplett ausfällt, dass wir nur noch einen Body haben und dass dort diese Add-Response drinsteckt, die als Nachrichtentyp definiert ist und dann sehen Sie, dass hier tatsächlich diese 7 zurückkommt. So sehen also die eigentlichen Nachrichten aus. Jetzt hat WS Stern einen großen Vorteil gegenüber REST, nämlich den, dass Sie prinzipiell beschreiben können, komplett in XML beschreiben können, wo finde ich denn eigentlich diesen Endpunkt, welche URI muss ich ansprechen und welche Kommandos versteht er tatsächlich. Gut, Sie haben vielleicht schon gesehen, dass man mit OpenAPI und auch Generatoren aus Spring Boot heraus ja sogar so eine Art grafische Dokumentation im Webbrowser dann abrufen kann oder zumindest auch Dokumentation generieren kann. Das ist aber nicht so formal validierbar, wie das natürlich über XML wäre. Und hier ist jetzt gerade der Standard, der es ermöglicht, Webservices wirklich zu beschreiben. Mit den Methoden, mit den Parametern, mit deren Datentypen und das alles in XML und der nennt sich Web Service Description Language, ganz passend. WSDL klingt irgendwie lang, klingt ungelenk, deswegen spricht man im Englischen da eigentlich immer von WSDL. Wie sieht das Ganze aus? Auch hier, wie gesagt, ein Standard des W3C, des World Wide Web Committee. Wieder ein XML-basiertes Protokoll für diese Beschreibung, Aufrufsyntax, wie kann ich einen Webservice aufrufen und wo befindet sich der? Und auch das können Sie beim W3 abrufen als Technical Review, als Dokument. Und Sie sehen hier, dass es bei WSDL inzwischen eine Version 2.0 gibt, mit nochmal einer gewissen Unterscheidung. Jetzt ist es eben eine echte Description, die hier das Basiselement darstellt und Sie haben im oberen Bereich dann den abstrakten Bereich. Der abstrakte Bereich, der definiert erstmal Ihre Typen, das können fachliche Entitäten sein und das eigentliche Interface und ein Interface ist hier immer eine Menge von Operationen und jede Operation hat prinzipiell einen Input oder Output. Also eine eingehende Nachricht und nachher auch wieder eine ausgehende Nachricht als Antwort, wenn eine solche denn vorgesehen ist. Und in diesen Nachrichten eingekapselt können natürlich auch aufwendigere Typen sein, die Sie dann über XML beschreiben. Natürlich gibt es in XML die Basistypen String, Int und so weiter, die schon vorgefertigt sind, aber wenn Sie einen aufwendigeren zusammengesetzten Typ brauchen, dann können Sie hier über Types noch einen eigenen XML-Typ anlegen und den können Sie natürlich dann auch in die Input- oder Output-Nachrichten einer Operation mit einbinden. Und was Sie hier eben sehen, ist, dass das Ganze wirklich ein reiner, entfernter Prozeduraufruf ist. Die Operation steht also einfach wirklich für sich. Hier gibt es keine Objekte oder Ähnliches. Das geht letztlich nur implizit aus dem Aufrufnamen hervor, was hier passieren soll. Und wir haben eben auch bei weitem nicht zwingend einen Aufbau wie bei REST, wo Sie sozusagen diese Operationen immer alle genau unter einer bestimmten Ressource hängen haben, sodass Sie da so eine Idee haben, das könnte doch ein Objekt sein, fühlt sich ein bisschen so an und auf dem nehme ich jetzt Operationen vor. Wie kommen jetzt diese Operationen dann nach außen? Also wie kann ein externer Aufrufer diese Operationen auslösen? Das geschieht darüber,
dass diese Operationen an einen Endpunkt gebunden werden. Dieser Endpunkt gehört zu einem Service, können auch mehrere Endpunkte sein. Und dieser Endpunkt, an den binden Sie eben über ein sogenanntes Binding diese Operation. Und dann kann jeder, der an diesem Endpunkt jetzt die passende Nachricht hinschickt, die diese Operation beinhaltet, der die passende Eingabenachricht also dahin schickt, kann der diese Funktion auslösen. Das sehen wir im Java-Code nachher noch deutlich genauer. Früher war es etwas anders, das sehen Sie hier auch. Früher hieß das Interface einfach ein Port-Type. Sie sehen öfter nochmal Ports, auch wenn Sie älteren Code anschauen. Und die Messages waren eben explizit ausgelagert. Das heißt also, Input und Output beinhalten explizite Message-Types und in den Message-Types steckten dann vielleicht nochmal die Types für Ihre fachlichen Entitäten drin. Und damals hieß eben der Teil des Services, an den Sie ansprachen, hieß auch ein Port, was letztlich zu etwas Verwirrung führte, weil natürlich der Port auf dem Host ja schon etwas Bestimmtes ist, was Sie aus den Netzwerkgrundlagen kennen und das nicht zu verwechseln ist, diese reine Portnummer, die Sie auf dem Host verwenden, um einen bestimmten Dienst anzusprechen, mit dem, was hier in einer Whistle-Datei drinsteht. Deswegen hat man bei Whistle 2 eben ja auch dieses Update vorgenommen. Schauen wir uns die Whistle-Datei also jetzt nochmal am abstrakten Beispiel an. Sie haben eben diese Description und da drin stecken, wenn Sie die 1.1 anschauen, diese Types, da drin dann die Messages, da drin die Port-Types und dann die Bindings an Ihr externes externen Service, der dann erreichbar ist. Und Sie sehen hier, Interface bzw. Port-Type ist quasi austauschbar. Ähnlich ist es mit dem Endpoint und dem Port. Und letztlich können Sie dann von außen diese Whistle verwenden und können damit über Generatoren sogar sich bequem Clients generieren, die dann diese Operationen bereits beinhalten. Das ist das Schöne, wenn es formal validierbar, formal auslesbar ist, direkt automatisch über konventionelle Technologie und lang genug verbreitet, dann geht das so einfach. Und damit fühlt sich das Ganze ein bisschen an wie eine Funktionsbibliothek, wie ein Modul, wie eine Klasse in traditioneller Programmierung. Und die Operationen entsprechen dann Funktionen. Aber hier, wie gesagt, Vorsicht, es handelt sich nach wie vor um einen entfernten Prozeduraufruf. Das Ganze lässt sich nur durch Generatoren recht angenehm kapseln, wenn Sie solche Whistle-Dateien vorliegen haben. Jetzt in der Whistle selber die Operations nochmal ein bisschen genauer betrachtet. Ich hatte Ihnen gesagt, Sie haben also Input und Output in einer Operation drin und wenn Sie im Sonderfall keinen Output haben, dann ist es sozusagen eine One-Way-Nachricht, dann ist es also eine Nachricht, die nur der Aufrufer abschickt und erwartet hier keine Antwort. Also vielleicht möchte er einfach einen Wert gespeichert haben und das Ganze funktioniert entweder oder funktioniert eben nicht. In einem anderen Falle, wenn Sie tatsächlich einen Output haben, dann ist es nicht mehr One-Way, sondern dann ist es Request-Response und dann definieren Sie sich eben typischerweise hier zwei Nachrichten, eine mit einer Endung Request und eine mit der passenden Gegenendung Response. Das macht man meistens per Konvention so, weil sich das Ganze dann gut zuordnen lässt. Und Sie sehen, dass man hier Gebrauch macht im oberen Bereich auch von diesen klassischen XML-Typen String. Man sagt also hier werden in dieser Nachricht werden zwei Strings transportiert, nämlich einmal dieses Term und zum anderen dieses Wert. Das sind beides Strings. Genauso dann in der Antwort, da auch wieder der Wert, dieser Value, das ist dann auch wieder ein String. Und Sie sehen dann, dass diese Operation jeweils die Nachrichten zusammenfasst. Wenn es nur einen Input gibt, gut, dann ist es eben eine One-Way-Nachricht, dann liegt darunter nur ein Input-Element. Jetzt schauen wir uns am Schluss noch das Binding etwas genauer an. Das Binding
Da haben Sie hier einen Typ, den Sie angeben. Sie können einen Binding Style angeben. Dieser Binding Style hat die Auswirkung, ob nur noch der konkrete Inhalt hier drin vorkommt in dem XML, was in den Body transportiert wird, oder ob der Methodenname im Falle von RPC statt Dokument nochmal mit angegeben ist. Und Sie sehen hier, dass dann dieses Binding diese Operation sich hier nimmt, dieses GetTerm, was wir eben gesehen haben, und diese Operation hier in das Binding einschließt, und damit können Sie die dann von der anderen Seite als Endpoint können Sie diese Operation anbinden und damit von außen ansprechen. Schauen wir uns jetzt als nächstes noch an, wenn Sie eine Whistle einfach so immer noch suchen müssen, dann können Sie zwar in der Whistle sich direkt anschauen, welche Operationen es gibt, und finden dort eine vollständige Auflistung über das, was dort geboten ist, anders als bei REST, wo Sie ja sich über Links gegebenenfalls durchhangeln müssen, wenn die denn so vorgesehen sind, oder erstmal Dokumentation finden müssen. Aber Ihr Problem bleibt, wo bekommen Sie die Whistle überhaupt erstmal her? Wie wissen Sie, dass jemand eine Whistle anbietet, die man vielleicht verwenden möchte? Und da sieht das WS-Stern-Standards-Universum dann auch wieder einen Standard vor, nämlich WS Universal Description Discovery and Integration, kurz UDDI. Das ist Ihnen im Inhaltsverzeichnis eben schon kurz begegnet und bei dem Standard-Stack. Und da geht es jetzt darum, dass man diese Services auffindbar macht. Und die Idee ist letztlich genau dieselbe, wie Sie die aus RMI jetzt schon kennen. Wir brauchen einfach eine zentrale Service Registry und in der eine UDDI Registry, und in der kann sich ja dann jeder registrieren und auch jeder suchen. Also dieser Verzeichnisdienst funktioniert ganz genauso mit diesem zweiseitigen Interface, einmal mögliche Registrierung, zum anderen mögliche Suche. Und das Einzige ist, dass jetzt anders als bei unserer RMI Registry, die einfach nur, ja, zuletzt sogar aus Sicherheitsgründen nur bei uns am lokalen Host lief, dass diese Dienste über das gesamte Internet bereitgestellt werden. Das Problem, was dann bleibt, ist, Sie wissen zwar jetzt, dass Sie die eine Registry ansprechen müssen, sowie einen zentralen Server-Service, wo Sie dann suchen können. Das Problem, was bleibt, ist aber, dass Sie jetzt eine Vergleichbarkeit brauchen. Also stellen Sie sich vor, Sie möchten entscheiden. Am liebsten wollen Sie es natürlich automatisiert und dynamisch entscheiden können. Was ist der Börsenkurs-Service zum Beispiel, der für Sie jetzt gerade der beste ist? Und da das Beispiel passt sehr gut, weil es ums Geld geht. Da wird es immer schnell heikel. Bei Börsenkursen haben Sie auch jetzt schon natürlich Anbieter unterschiedlicher Güte, also unterschiedlicher Zuverlässigkeit, aber vor allem auch unterschiedlicher Geschwindigkeit. Stellen Sie sich vor, Sie sind wirklich im High-Frequency-Trading, im blitzschnellen Handel, dann müssten Sie ja ganz, ganz schnell müssten Sie erfahren, dass ein Börsenkurs steigt oder fällt, um das dann noch ausnutzen zu können, bevor diese Information über jemand anderen irgendwo hinkommt. Dann brauchen Sie einen Service, der Ihnen das extrem schnell liefert, und da wären Sie, weil Sie damit Geld verdienen, im Zweifel auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Umgedreht, stellen Sie sich vor, Sie wollen am Jahresende Ihre Bilanz aufstellen, und jetzt erwartet dann plötzlich der Finanzbeamte, der diese Bilanz prüfen soll, erwartet, dass Sie das Ganze auch in Landeswährung bilanzieren, aber Sie haben zum Beispiel noch Aktien im Portfolio oder Sorten im Portfolio und wollen diese jetzt sauber bilanzieren. Da genügt Ihnen natürlich einfach der Bilanzwert per Ende des Stichtages. Und der muss gar nicht so schnell fließen. Aber wie jetzt können Sie das feststellen, wie gut ein solcher Service ist, wenn Sie einfach diese Whistle haben? Dazu kommt, dass in den Whistles ja die Operationen wieder auch unterschiedlich benannt sein können. Also wie stellen Sie eine Standardisierung, eine semantische Vergleichbarkeit wirklich her auf der fachlichen Ebene? Und das ist, muss man sagen, letztlich auch nicht gelungen.
zumindest nicht für automatisierte Nutzbarkeit, denn natürlich versuchen immer wieder Unternehmen auch einem Wettbewerb, der sich damit natürlich unmittelbar ergäbe, dass man die Leistungen automatisiert vergleichen kann, zu entziehen. Und deswegen gibt es zwar noch einige öffentliche UDDI-Registries, nachdem aber ursprünglich die Unterstützung richtig breit war aus der Industrie, wie Sie auch hier sehen, muss man attestieren, dass die Bedeutung heute eher rückläufig ist. Also wie Sie sehen, insgesamt flaut die Begeisterung für UDDI und SOAP etwas ab, aber gleichzeitig ist es ein sehr mächtiger Standard, der vieles erlaubt. Und da wollen wir uns jetzt im Einzelnen mal anschauen, wie man denn ein Beispiel in Java umsetzen kann für einen solchen Webservice.